Jo, was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wir haben uns lange nicht gesehen. Und heute haben wir was ganz Neues eigentlich auf meinem Kanal. Aber bevor das, ich das euch erkläre, was die neue Serie ist, ja, möchte ich euch ganz kurz sagen, warum ja vielleicht in den letzten Tagen keine Videos kamen. Einmal war es, habe ich ein Pack-Opening-Video gemacht. Da kann ich euch hier kurz zusammenschneiden. Was machen wir als nächstes auf? Ich würde sagen, Prime Gold Spieler Set wird aufgemacht. Come on, man. Das ist bitter. Das ist. Wow, aber Team of the Seas, aber das ist Silber Spieler. What the fuck? Yay. Come on. Walkout. Can I get a walkout? No, fuck. Oh my god. Wow. Die 100k Packs sind so schlecht bei mir. Die, ey, wir machen das zweite und letzte Jumbo seine Spieler Set auf. Come on, ey. Bitte, ey. Bitte Walkout oder Special Card. Don't do me that like that. No Walkout, scheiße, Alter. Aber Team of the Season, wo ist es? Oh, Fabrizio. Aber was beschwere ich mich nicht? Ich nehm's. Ja, ich weiß gar nicht, wer alles im Pack ist. Ich glaube, Neymar ist gut. Die ich gezogen habe, zum Beispiel Pogba, Son und Reus sind drin. Also sonst. Ich würde mich über einen brauchbaren Spieler freuen. Das wär's schon. Jeder Walkout würde mich freuen. Also, keine Ahnung, schauen wir mal. Wäre natürlich bitter. Ist natürlich bitter. Ich hätte eigentlich monatliche Elite 1 geschafft. Das wären 20 Spieler. Jetzt haben wir nur 5, weil ich ein Wochenende halt nicht gespielt habe. Egal, come on, EA, come on. It's no Walkout. Scheiße, Alter. Das ist schon scheiße. It's no Walkout. Who is this? Oh mein Gott. What the fuck? Tsuba 84er. Okay, das war auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall ein Scheißpack, come on. Guckt euch das an. Das ist. Also den einzigen, den ich überlegen würde, wirklich mal überhaupt noch kurz überlegen würde, wäre Horn, aber ich glaube, den kann ich auch nicht gebrauchen. Da war einfach. Ja, habe ich sehr. Ich sag mal, ich habe das so wie Pack und Top gemacht und da habe ich über sehr viele negative Sachen geredet, über YouTube, FIFA und das. Ich weiß nicht, da wollte ich es irgendwie nicht hochladen. Das andere war, Food Champions. Dieses Wochenende war einfach, muss ich ehrlich sagen, eine Katastrophe. Ich habe, glaube ich, Freitag ganz gut gespielt. Da stand ich irgendwie, ich weiß es gar nicht, 12-2 oder so. Und dann Samstag ist alles den Bach runtergegangen, weil es einfach, ja, es klingt wie eine Ausrede, aber die Connection war richtig krass. Ihr könnt es auch online bei jedem anderen, sogar Pro-Spieler und was weiß ich, sehen. Es war so Katastrophe, die Connection. Deswegen habe ich nur bis Gold 3 gespielt und da dachte ich, ja, lohnt sich nicht hochzuladen. Und dann habe ich gedacht, ja, mach ich mir eine ganz neue Serie auf meinem Kanal. Und zwar möchte ich euch ein bisschen helfen, weil viele haben mir, mich angeschrieben, ob ich für sie halt mal sich qualifizieren kann. Oder zum Beispiel, heute werde ich für einen Abonnenten namens Cedric die Marquinhos Team of the Season Karte gewinnen. Und zwar sind wir jetzt schon im Finale, wie ihr im Hintergrund seht. Wartet ganz kurz. Das ist direkt mein erster Versuch. Er hat schon zweimal versucht und hat es nicht geschafft. Hat dann die erste Runde 3-2 gewonnen. Dann habe ich direkt, ja, für ihn die zweite Runde gespielt, 4-0 und 6-2. Jetzt sind wir im Finale. Ich hoffe, es klappt direkt. Und ja, das ist die neue, neue Serie. Ich nenne es so irgendwas mit Robin Hood des FIFAs oder sowas. Irgendwie sowas. Also, ihr versteht, was ich meine. Ich versuche für euch dann, zumindest für die schlechteren Spieler unter euch, ja, die Spiele zu gewinnen. Oder vielleicht habt ihr gesagt, ja, ich schaff's nie, den Titel da so gewinnen, oder ich schaff's nie, mich zu qualifizieren. Kannst du mir da helfen? Das kann ich gerne machen. Das Einzige, was ich nicht machen kann, ich werde für euch nicht eine komplette Weekend League zocken. Also 40 Spiele ist einfach zu viel, aber sowas wie hier 4 Spiele kann ich gerne machen. Deswegen rufe ich jetzt schon mal auf für die Leute, die, ja, für die ich das mal machen kann. Für die nächste Woche ist ja, denke ich, die spanische Liga dran. Da können sich jetzt schon mal die Leute unten schreiben, ja, bitte hilf mir. Falls ihr nichts dagegen habt, dass euer PSN-Name online steht, schreibt es oder öffentlich ist, dann schreibt es unten auch noch in die Kommentare. Dann will ich einen von euch dann auch raussuchen. Falls ihr Twitter habt, folgt mir auf Twitter oder Instagram, damit wir da halt auch nochmal schreiben können, weil wenn man sich anmeldet, braucht man ja diese Sicherheitspasswörter und alles. Da müsst ihr mir vertrauen. Cedric hat mir vertraut. Ich werde damit keinen Scheiß machen. Ich werde das Turnier für ihn gewinnen und danach gebe ich ihm den Account zurück. Also ich werde da keine Scheiße machen. Und für die Guten unter euch werde ich vielleicht sowas wie ein Pinkslist machen. Also ihr könnt dann gegen mich spielen, könnt dann vielleicht 10.000 Münzen gewinnen, was nicht viel ist, aber es geht eigentlich nur darum, dass ich gegen Guten von euch mal spiele. Also ihr solltet schon so, sag ich mal, Elite erreichen, damit ich mich mal gegen die Besten von euch messen kann. Ja, und das war's eigentlich schon. Und das Coole, was an dieser Serie ist, ich darf Spieler benutzen, die ich normalerweise nie benutzen
würde oder nicht mein Team habe. Zum Beispiel habe ich das erste Spiel mit diesem Team gespielt, wo habe ich gemerkt, Alter, der Gnabry, Impf von Gnabry ist richtig brutal, richtig brutaler Typ. Der ging so ab, ich hätte nicht gedacht, der ist so schnell, ist so schussstark. Also auf jeden Fall geiles Team, aber ich werde, denke ich, mit diesem Team spielen, was eigentlich dein Hauptteam ist. Und zwar das mit Mbappé, SBC, mit Son 90er, also er hat richtig geile Spieler auch hier. Hinten, die kenne ich alle gar nicht, habe ich aber auch ausprobiert, sind alle ganz cool. Also das ist ganz cool, eine coole Sache. Wir sehen neue Teams, ich kann euch auch ein bisschen bewerten. Ich kann vielleicht sogar Vorschläge machen, wie ihr besser machen will. Oder ihr sagt, oh, hier, du hast auf dem Account irgendwie 20.000, 30.000 Coins. Benutzt sie, besser bitte mein Team damit oder ihr habt sogar mehr Coins. Einzige Voraussetzung, was ich gerne hätte, ihr müsst schon mindestens ein 50.000k-Team haben. Ihr könnt mir jetzt nicht der Bronzespieler hinstellen und sagen, ja bitte gewinnt das Turnier für mich. Weil das wäre auch für mich ein bisschen schwieriger. Ich bin halt kein Pro-Spieler. Na, dieses Team zum Beispiel ist richtig geil, kann lässt sich gut spielen. Wie gesagt, ja, und dann gehen wir ins Finale, schauen wir, ob wir es für den Z-Trip gewinnen können. So, Freunde, das ist das Team von unseren Finalgegner mit Attributskarte auf Vardy und Firmino. Aber sonst, ja, hat er eigentlich, ja, Infomarschall ist auch noch brutal, SPC Chan. One-to-Watch Kanté ist auch brutal. Nochmal eine Attributskarte auf, wie heißt der Torwart hier, von Man City. Das zeigt aber meistens nur, dass er unsicher ist und schon mehrmals, sag ich mal, im Finale war und es nicht gewonnen hat. Deswegen müssen wir das eigentlich machen. Let's go. Wow, schön durchgespielt auf Mbappé. Mbappé mit 19-0. Was für ein geiler Start. Wie gesagt, das Team lässt sich richtig geil spielen bis jetzt. Also hat er tatsächlich ein richtig geiles Team zusammengebaut. Richtig nice. Ach, schade. Oh, jetzt wird's gefährlich. Hallo, Leute. Der Vardy hier am Dancen hier. Vardy will Party machen. Alter, ich bin so schlecht. Ich hab so schlecht verteilt und dann... Ja, natürlich, der Input-Delay, wo der dann sich selber ins Tor schießt, wäre klasse. Was mir gerade einfällt, bevor ich das vergesse... Ich habe mir auch auf einer Party die Hand irgendwie leicht verstaucht. Das tut jetzt schon ziemlich weh, aber es ist nicht so schlimm. Trotzdem ist es ein Handicap, deswegen konnte ich auch nicht so viel FIFA spielen in den letzten Tagen. Ich lasse ihn viel zu einfach durch, ey. Ich lasse viel zu einfach. Na, Alter, fast wieder so ein Aids-Tor kassiert. Unglaublich. Jetzt komm jetzt. Let's go. Let's go, Freunde. Komm mal, hol mir den Set für den Zertig. Den Marquinhos. Durch die Beine. Schön, come on. Das war echt schwer. Also muss ich sagen, der verteilt gut. Glücklich auch hier durch die Beine. 2-1. Boah! Muss so husten, Alter, auf den Verrückten von Son. Die Pässe, das ist die. Schöner Pass auf. Pyongyang Son und das ist das 3-1 vorbei. Herzlichen Glückwunsch, Cedric. Das müsste eigentlich dein Timo Season Marquinhos im ersten Versuch, im ersten Anlauf sein. Geil, Freunde, geil. Das freut mich auf jeden Fall, dass ich für ihn schon direkt so schnell gewinnen konnte, die Karte. Boah, nochmal ein viertes Ding mit Pogba hinterher. Ja, jetzt fällt er auseinander, der Gegner. Fällt er einfach auseinander. Und das war's auch, Freunde, im ersten Anlauf. Geil, das freut mich auf jeden Fall, weil ich habe auch ein bisschen mit dem Cedric eben gelabert in dieser Party. Er schafft es auch wirklich selber nicht. Hat es, glaube ich, von allen Team of Season Karten, die man gewinnen konnte, nur Rudi. Aber ich freue mich, dass ich für ihn jetzt die 90er Marquinhos Karte gewinnen konnte und qualifiziert. Vielleicht hast du ja Bock, auch Food Champions zu spielen, dieses Wochenende zumindest ein paar Spiele für ein paar Packs. Das Team, muss ich sagen, was er halt selber gebaut hat, ist schon auf jeden Fall richtig nice, muss ich sagen. Das Team gefällt mir richtig gut. Ihr seht auch, wir haben gut dominiert. Dann würde ich sagen, das ist schon das Ende dieses Video, Freunde. Ja, ich konnte einen Abonnenten glücklich machen. Vielleicht kann ich nächste Woche, hier seht ihr im Hintergrund noch, Marquinhos. Alter, ich muss sagen, die Karte ist einfach heftig, dafür, dass sie sozusagen for free ist. Ist das eine heftige Karte und 90 rated, boah, geil. Tue ich den Verein. Gebe ich später den Account wieder an den lieben Cedric. Und dann würde ich sagen, nächste Woche ist eine neue Chance für einen neuen Abonnenten, wo ich dann für ihn das gewinnen kann.
Oder ich werde gegen jemanden spielen, der vielleicht besser ist, der halt auch Gold 1, Gold 2, Elite 3 macht, sowas in der Art. Der kann dann vielleicht ein paar Coins gegen mich gewinnen, ich weiß nicht. Oder es geht einfach eher da um die Ehre, weil wenn er Elite schafft, dann hat er wahrscheinlich eh mehr Coins, aber so ein bisschen zu messen, ne? Ansonsten, ja, wie gesagt, am besten würde ich mich freuen über jemanden, der es wirklich nicht schafft, da dieses Team of Season zu gewinnen. Also da, wenn ihr da euch da hinschreibt, unten am besten, dann schreibt ihr entweder um Pink Slips und dann euer Rang, was ihr vielleicht schafft, ihr Elite, oder ihr schreibt unten hin, Hilfe Robin Hood, Casey Robin Hood oder sowas, und dann schreibt ihr, ja, wenn ihr wollt, schon euren Namen, euren PSN-Namen, damit ich euch da adden kann, falls ihr ausgewählt werdet. Ja, und wie gesagt, bitte am besten nur Leute schreiben für diese Robin Hood-Aktion, die es wirklich aus eigener Kraft nicht schaffen. Also wenn ihr das irgendwie 5, 6, 7 Versuche dafür braucht, dann könnt ihr das versuchen erstmal selber zu machen. Und wenn ihr es wirklich selber nicht schafft, dann ja, bitte nur diese Person, weil die werden sich ja natürlich richtig freuen, wenn die wirklich mal da auch eine Karte da haben. Wie gesagt, Voraussetzung mindestens ein 50k-Team, 50 bis 100k, aber am besten mehr geht natürlich auch. Was noch schön wäre, wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich schon die erste Runde gewinnen, so zweite oder dritte Runde, bis zum Finale, wenn ihr Bock habt. Aber ja, das wird ja ein bisschen helfen, ein bisschen Arbeit sparen, aber ihr könnt auch mich alle 4 Spiele machen lassen. Ansonsten, ja, hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Würde mich über Daumen nach oben freuen, über diese Aktion. Ich glaube, das gibt es in der FIFA-Community, soweit ich weiß, nicht. Also, ich habe es noch nicht gesehen, im Englischen oder in Deutschland. Es kann sein, dass es jemand gemacht hat. Ich kenne ja nicht jeden FIFA-YouTuber. Aber, ja, das ist meiner Meinung nach die erste Aktion, die sowas in der Art ist. Versuche ich ein bisschen Leute zu helfen, wie Robin Hood halt. Klau den ein bisschen besseren, mit einem besseren Team, klau ich dann diese Team of Season halt. Gib's meinen Abonnenten. Der es vielleicht aus eigener Kraft nicht schafft, weil er vielleicht erst angefangen hat mit FIFA oder nicht so ein gutes Team hat oder generell halt ja nicht so viel Zeit hat zu trainieren. Ansonsten, ja, habe ich genug gelabert, würde mich wie gesagt über einen Daumen nach oben freuen. Aktivität muss ich mal schauen, ich habe ein bisschen Stress, meine Hand tut noch ein bisschen weh, Uni wird stressig sein und privat und dies, das. Also ich versuche aktiv zu bleiben, motiviert mich mit einem Daumen nach oben, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, ciao.